Oder ich habe irgendwas falsch gelesen. MTGZX.TK aus TK. Das kann ich noch nicht beantworten. Auf jeden Fall steht Mike mal wieder unter Druck. Da ist jetzt Fiesela schon dran. Fiesela schickt sich schon an, hier anzugreifen. Jetzt ist er wieder jetzt auf der Schlangenstand C geraten, dann kann er wieder im Windschatten gehen. Könnte passieren, dass er dann so C1 in sich daneben setzt und dich vorbeibremst. Mike fährt schon Kampflinie. Normalerweise fährt mir ganz in einer Leitplanke, will ihn aber so wenig wie möglich Windschatten geben. Jetzt hier in diese schwierige, schnelle Passage. Und ich glaube, jetzt kann man schon sagen, dass Fiesela wirklich dran ist. Also Mike wird jetzt anfangen zu schützen. Ja. Oh, Fiesela greift an, jetzt innen rein. In der Passage, die ganz tricky ist, gerade zu zweit. Aber Mike ist außen dagegen und setzt sich mit. Also war sauber und super. Oh, jetzt hat er die Kurve nicht gut erwischt. Jetzt wieder Angriff hier im Schwimmbad. Aber es setzt sich wieder außen durch. Also tolles Racing von Mike, das ist, gibt da nicht so einfach die Position her, sondern sagt, nö, Junge, also da musst du jetzt schon ein bisschen mehr bieten. Warum nennst du das da Schwimmbad? Weil das ist, das ist auch ein bisschen Schwimmbad. Okay. Ja, schön. Nein, ich glaube, Luther Racing, der EV, der hat das damals bei irgendeinem Rennen, hat er das so getauft und seitdem ist es auch ein Schwimmbad. Okay. Passage. Ja, und vielleicht erinnert sich irgendwie an Monaco, eine Passage, die so ähnlich ist, und diese heißt Schwimmbad. So bin ich. Möglich, ja. Ja. Und wieder Angriff und Fiesela versucht sich innen reinzubremsen, aber Adrian, Mike macht die Tür zu. Also mit Namen habe ich es heute. Ja, ich will dem Mike ja nicht Böses, aber Mike hatte in den letzten Rennen auf Platz 5. Oh, da hat's, da hat man es, aber irgendwie hat er gerade den einen Lenkpunkt verpasst, oder? Ich weiß nicht, dass ich nicht entscheiden konnte, ob es in die Box will oder ob er, obwohl er schon in der Box war. Also da wäre er beinahe böse gegen die Mauer gecrasht und hat natürlich jetzt echt nochmal einen Platz verloren. Ja. Der ist für unser Philipp wieder beigegangen. Ja. Was ich sagen wollte, das will dem Mike ja nichts Böses, aber Mike auf Platz 4, das passt nicht so ganz. Denn ja, Mike hatte irgendwie in den letzten Rennen immer und in der Quali, es war immer so, Platz 5 war irgendwie. Da war er immer zu finden, egal wo man gerade geguckt hat. Mike war auf Platz 5. Aber ich gönne ihm ja heute auch gerne das Treppchen oder meinetwegen auch einen Sieg. Aber bis dahin ist es noch ein ganz Stück und ja, vorhin glaube ich sind zwei Jungs, die sich da glaube ich auch, die nichts anbrennen lassen wollen. Und hinter ihm jetzt wieder der Matthias, der seinerseits es tut, um nochmal nach vorne zu kommen. Ja, und also dass er dazu jederzeit in der Lage ist, das hat er uns in den letzten zwei Wochen mehrmals bewiesen. Aber erstaunlich, wie schnell es auch schon wieder Philipp geholt hat. Also voller Angriff bei Fieseler. Und innerhalb von zwei Kurven ist auch schon fast wieder an Mike dran. Also Respekt. Ja, wie gesagt, der Vorteil bei Mike ist, dass er noch ein relativ intaktes Auto hat. Also das sieht zumindest rein optisch noch absolut intakt aus. Und ja, Matthias' Auto ist eigentlich rundum schon ziemlich eingebeult. Die Schadensanzeige ist, ja, da sind schon hier und da so ein paar orangene Werte in der Skala zu sehen. Das lässt sich von außen mal schlecht abschätzen, wie fahrbar oder unfahrbar das ist. Da hilft so eine Anzeige für den Zuschauer auch nicht immer wirklich was. Manchmal sind die Grenzen sehr fließend oder beziehungsweise auch sehr
sehr stark schwankend. Mal geht's und dann ein kleiner Crash dazu und plötzlich ist das Auto praktisch unfahrbar. Ja. Und Matthias hat jetzt das Problem, dass er in den noch knapp 11 Runden oder sagen wir mal 10 Runden natürlich noch nach vorne will, aber auf jeden Fall nicht mehr riskieren darf, dass er noch mehr Schaden holt. Ja, und ich glaube, es wird ganz dann noch am Ende, weil ich vermute, dass Ulpen, der jetzt übrigens Matthias vorbeigegangen ist und wir das verpasst haben, jetzt viel schneller sein wird als Matthias. Selbst wenn er Ulpen jetzt gehen würde, würde er wahrscheinlich mit Vorsprung wieder auf die Strecke kommen und seinen ersten Platz behalten. Also da hat jetzt Matthias Fiesela doch einen Nachteil gegenüber Ulpen. Also eigentlich muss sein Ziel sein, wirklich so schnell wie möglich an Mike vorbeizugehen. Und dann, Der Christoph Ulf ist gerade auch an Philipp vorbeigegangen. Philipp war doch eben noch hinter Matthias. Ja. Also da werden lustige Positionen getauscht. In der Box ist gerade Thomas. Wieder mal. Steht auch länger, scheint eine Apparatur zu sein. Ja, typisch für South City. Da fährt man schon mal schnell sein. Also der hatte schon einmal das Auto dermaßen krumm gehabt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann jetzt die Überraschung einsetzen soll. Adrian geht jetzt gerade in die Box. Und fährt schon wieder raus. Das war also dieser typische Stop and Go. Ja, geht eigentlich nur noch Matthias und Röben. Ja, die Überraschung diskutieren wir gerade noch nebenbei. Das ist so doof. Ach so, aber die okay. Diskutieren wir gerade noch nebenbei ein bisschen hinter. Weil wir uns jetzt nicht ganz so sicher sind, ob das jetzt eine schlaue Idee wäre, das zu bringen. Allein der Fan ist über von den Piloten. Aber wenn sich jetzt in den nächsten 2 bis 3 Runden vielleicht noch was ereignet, was wir hoffen, dann steht der zweiten Überraschung eigentlich nichts mehr im Wege. Ja, okay. Wir haben uns jetzt gerade in die Box gefahren. Adrian, sagtest du, ne? Ja. Ja. Adrian ist damit auch zurückgefallen auf Position 8. Und er hat vor sich und hinter sich jetzt eigentlich niemanden, soweit ich das sehen kann. Also jetzt nur noch die ersten beiden Matthias und Röben. Die beiden, die sind noch ohne Box unterwegs. Da bin ich mal gespannt, so, wann der reinfahren. Thomas geht wieder aus der Box raus. Das war ein ziemlich lange. Das ist auch eine Pipi-Pause war oder so. Man weiß es nicht. So, Matthias hängt immer noch hinter Mike. Aber ziemlich, ziemlich sehr hinter Mike. Wenn die Front von dem XRR von Matthias Auto jetzt noch intakt wäre, würde sie schon an Mikes Heck schleifen. Aber da der Wagen von Matthias circa einen halben Meter kürzer ist, passt das gerade ganz gut. Runde 9, also die letzten 10 Runden sind angebrochen. Und so wie es aussieht, fängt jetzt Röben an zu überrunden. Thank you.
Ja, nach wie vor der schlimmste Zweikampf im Feld momentan jetzt immer noch, oder was heißt jetzt, nach wie vor Matthias Mike, wobei da jetzt auch schon Dreikampf draus geworden ist, denn der Christoph Wolf ist ebenfalls dran. Also der Kampf um Platz 3 bzw. 4 momentan eine heiße Kiste. Eben ist Matthias auch schon wieder eingeschlagen. Ich bin gespannt, ob seinen Wagen noch heile über die Runde kriegt. Das könnte echt eine spannende. Boah, wieder Angriff von Matthias. Diesmal im richtigen Moment drückt sich da innen rein. Ja, und das war jetzt ein sauberes Überholmanöver. Da hatte Mike überhaupt keine Chance gehabt, sich irgendwie dagegen zu wehren. Aber er ist natürlich noch im Windschatten von Matthias und hat dadurch natürlich auch wieder Chance zu kontern in T1. Alles könnte spannend werden. Oh. Und was lesen wir da? Haben wir wahrscheinlich ein Problem auf der Strecke, vielleicht nur eine Wasserflasche oder so, die da rumliegt. Jedenfalls kommt nächste Runde ist Safety Car raus. Das heißt, die Piloten fahren jetzt noch eine Runde unter Rennspeed und dann ab ins Ziel geraten. In der nächsten Runde ist dann Safety Car Phase. Das heißt, das Feld wird nochmal zusammenrücken in den nächsten paar Minuten. Und dann diese 8 Runden, die noch auf der Uhr stehen, noch eher zu einem Sprintrennen zu gestalten. Es ist natürlich jetzt interessant, wie die Führenden reagieren, ob sie jetzt noch schnell in die Box gehen, was meiner Meinung nach zum Empfehlen wäre, um dann doch nicht ans Ende des Felds zurückgereicht zu werden, so wie es aussieht. Ja, der erste Führende geht in die Box. Wer muss denn noch in die Box? Die ersten beiden, Ruben und Matthias, alle beide gehen sie in die Box. Also das ist jetzt ein Showdown in der Box sozusagen. Und jetzt ist die Frage, wann kommt Fieseler auf Geraden? Fieseler biegt jetzt auf die Start-Zielgeraden ein, folgt von Paluch. Und wo ist jetzt Röben? Wo ist Matthias? Beide sind sie draußen. Beide sind sie draußen, das heißt, sie haben den Vorteil, jetzt doch noch genutzt, noch schnell in die Box zu gehen, bevor das Safety-Car rausgeht. Und das wird dann sozusagen in der nächsten Runde passieren und das Feld wird dadurch nochmal etwas zusammen. Ja, das Safety Car ist schon auf der Strecke. Achso, okay. Genau, dann das fängt jetzt. Das wart gerade auf die. Genau. Ja, also das ist, da haben die ja Glück gehabt mit ihrer Taktik, dass die jetzt praktisch ihren Boxenstopp doch so lange rausgezögert haben und jetzt so den Vorteil auch nutzen konnten, ohne dass die Fahrer das wussten, ne? Also ja, das ist zwar jetzt eigentlich der Punkt, den wir die ganze Zeit Tafron, unser Admin und unser Boxenluder, noch hinter den Kulissen diskutiert hatten. Also wir hatten schon die Idee, eine Safety-Car-Phase einzuführen, falls das Rennen jetzt sich ein bisschen auseinanderzieht, um einfach die Spannung zu erhalten. Das Problem war jetzt an der Sache, dass unser Plan nicht ganz aufgegangen ist, denn Röben und Matthias, die sind einfach nicht früh genug in die Box gegangen. Und hätten wir das Safety-Car jetzt einfach rausgeholt, ohne den beiden vorher zu sagen, wäre das dann doch schon, naja, unfair den anderen gegenüber. Oh, hinten ist gerade ein kleiner Crash. Passiert. Passiert auch im realen Leben. Und ich sehe gerade, das ist jetzt so wie jetzt neu in der Formel 1, dass die Überrundeten jetzt dran vorbeigehen dürfen. Genau. Ah ja. Die stellen sich dann sozusagen hinten wieder an. Und dadurch ihre Runde, die sie verloren haben, wieder aufgeholt. Ja, wildes Zickzack fahren Fahrer, die Reifen müssen warm gehalten werden, sonst kann es ganz schnell ins Auge gehen dann beim Restart. Ja, wahrscheinlich haben sie alle so heiße Reifen, eigentlich könnten sie froh sein, dass sie jetzt mal ein bisschen runterkühlen. Aber gut. Das Problem ist, es kann auch sein, dass diese heiße Phase, die diese Reifen haben, das steht so 5 bis 10 Runden lang,
Die können sie schon überwunden haben und dann ist das Problem, dass die Reifen sehr schnell abkühlen und dann ein Gripverlust, dass der Gripverlust zu einem Problem werden kann. Deswegen jetzt dieses wilde Gewedel hinterm Safety Car, um halt doch die Temperatur der Reifen oben zu halten. Oder die Jungs sind einfach so nervös. Eins von beiden. Ja, und dann gehen wir noch schnell die Position durch. Also Röben auf 1. Gefolgt von Matthias H. Dann Fieseler, unser, ja, eigentlich unser Champion, auf 3. Ja. Kann man jetzt schon sagen, ja. Danach kommt Paluch. Mike. Ja. Ja. Dann kommt Christoph Wulff. Danach Philipp Narocki. Gefolgt von Dietmar Topka. Dann kommt der Herr Seeger. Das steht hier gerade so ein bisschen. Jetzt kommt Adrian. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen jetzt gerade vorne ist. Die Anzeige springt hier gerade so ein bisschen hin und her, weil die Ja. Fahrer natürlich auch so ein bisschen nebeneinander gerade herfahren. Ich hoffe, dass da jeder so ein bisschen auf die Position achtet. Oh, jetzt hat sich gerade Matthias rausgedreht bei seinem Wedelaktion und ist gegen die Mauer gefahren. Jetzt versucht er gerade ganz schnell wieder. Obwohl, darf er jetzt wieder zurückfahren? Gute Frage, ne? Da ist unser 100-seitiges Reglement wahrscheinlich gar nicht drauf ausgelegt. Ja, eigentlich habe ich ja gehofft, dass die Piloten sich nicht rausdrehen in der Safety-Car-Phase. Er bleibt jetzt auch hinter, ganz brav hinter Adrian, fährt nicht zurück auf seinen Platz. Also das wäre jetzt, glaube ich, auch vom Sportsmanship wahrscheinlich auch verkehrt. Denn letzten Endes kann ja auch, können ja die anderen nichts dafür, wenn er sich da jetzt rauskegelt. So, das Safety Car geht jetzt rein. Und dann geht es wieder los. Die letzten 6 Runden stehen dann auf der Uhr. Wobei, er ist jetzt wieder zurückgefahren. Na gut, Ja, Schwamm drüber. die Fahrer sind alle im TS und ich glaube, da werden jetzt gerade demokratische und undemokratische Abstimmungen Ja, eben. stattfinden. Also wir haben ja immer gesagt, der Spaß an der Sache ist natürlich, soll natürlich im Vordergrund stehen. Und auch diese Safety-Car-Phase, die ja eigentlich gar nicht nötig gewesen ist. Doch, es lag eine Plastikflasche auf der Strecke. Ich habe Ach es so. offiziell. Hast du Okay, schon wieder das. was draufgeworfen? Steffen, Mensch. Schnell ist eröffnet. Das ist Und. natürlich für Matthias jetzt natürlich doch nochmal die Riesenchance, in den letzten 4 Runden vielleicht doch nochmal einen Angriff zu starten auf die Ja. ersten 2 Plätze. Ich glaube, da wird sich Matthias doch nochmal gefreut haben, dass wir uns da so eine Überraschung überlegt haben. Oh. Was hast du gesehen, was wir nicht gesehen haben? Ja, ich glaube, der Matthias ist gerade schon wieder so an so einer Ecke hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich unkonzentriert ist oder ob er seinen Sponsor so ein bisschen auf dem Schreibtisch stehen hat. Da er jetzt Auf schon in jeden der Fall. Safety-Car-Phase sich rausgebügelt hat und im Restart auch schon wieder an der Ecke hängen geblieben ist. Jetzt hat er gerade auch einen Platz verloren an Matthias. Ja. Oder Fieseler war ist das jetzt Steilwader? vorbei. Man weiß es nicht, denn sie sind ja von einem Race-Team. Ja, auch wenn es das Gehen Oh, heute und schon zeigt, wieder. aber. Also, ich glaube, Matthias H. hat arge Konzentrationsschwierigkeiten gerade. Ich weiß nicht, was da los ist. Hat sich das Lenkrad vom Tisch gelöst? Also, das sind ja so diese typischen Problemchen, die man als Racer ja manchmal hat. Da löst sich die Schraube oder der Virenscanner poppt auf, der Bildschirm geht in den Standby-Modus. Alles Dinge, die man als Simracer kennt. Das sind die sogenannten technischen Defekte. So, Matthias Fieseler jetzt auf 2 und wird natürlich jetzt alles dran setzen, auch hier noch diesem Rennen seine Krone aufzusetzen. Wir sind gespannt, ob ihm das gelingt. Ich switche mal so ein bisschen durchs Feld. Und die Fahrer haben mich so weit erstmal so positioniert. Ich bin gespannt, ob jetzt in den 4 Runden dann noch ein paar Angriffe erfolgen. Philipp ist an Wolf dran zum Beispiel. Und können noch eine heiße Nummer werden. Röben, so wie es aussieht zumindest, hat sich doch wieder gut absetzen können im Feld. Und das zeigt natürlich seine überragende Performance. Gerade jetzt Fieseler auf 2. Versucht natürlich jetzt in den letzten 4 Runden da den Sieg doch noch an sich zu reißen und ein würdiger Champion dieses Mal 3 Cups zu werden.
Auch wenn er das ohnehin Ja, natürlich also schon. würdig ist er natürlich Ja. schon lange. Aber er will wahrscheinlich Aber drei Meister haben, ne? ja, natürlich, ne? Also so diesen absoluten Hattrick hinzulegen, ist natürlich was Feines. Ja. Der Herr Röben ist in Sichtweite, aber noch circa, ja, es sind noch zwei Runden und das wird schwierig. Zumal Matthias auch nicht mehr so viel riskieren darf. Nee. Gerade weil sein Teamkollege ja doch noch hinten dran hängt. Oh, Mike hat sich gerade rausgedreht. Ah, Fehler Oh, von Mike. der ist gerade in diese komische Abkürzung da mehr oder weniger unfreiwillig reingefahren. Da hätte er fast eigentlich auch weiterfahren können, wäre am zwei Kurven später wieder rausgekommen. Ja, das ist diese Bockengasse für diese ganz, ganz kurze Variante von South City. Aber die hat eine eklige Ausfahrt. Also, ich glaube, da hätte noch mehr Zeit verloren, wenn er durchgefahren wäre. Ja, zumal, wenn man damit nicht rechnen, und man kommt da raus, dann wird man manchmal auch weggebügelt. Also ich glaube tatsächlich, dass die eine oder anderen jetzt wirklich mit ihren kalten Reifen zu kämpfen haben. Also man sieht sie wirklich doch immer so in den Kurven leer stehen und irgendwo hängen bleiben. Und die Anzeigen zeigen mir auch, dass zwar die Oberfläche, zum Beispiel jetzt bei Mike, innen grün ist, aber die Luft im Reifen wird hier mit blau angezeigt, also kalt und es kann schon durchaus sein, dass die Reifen tatsächlich jetzt den Fahrern hier Probleme verursachen. Das ist, da hätte ich nicht erwartet, dass die Reifen jetzt so schnell abkühlen. Aber das gehört natürlich auch dazu, als kompletter Rennfahrer da mit kalten Reifen zurechtzukommen. Und mit widrigen Bedingungen. Bin bei Saus, bei LS mehr so und so schon alle schönen Wetterfahrer. Schlechtes Ja. Wetter gibt's da nicht. Und, die letzten Runden. Gisela und Röben, ich weiß jetzt nicht, was schätzt du, kommen die sich beiden sich näher? Nee. Oder Nee, ich ist Röben glaube, doch zu das stark? schenken sich momentan nichts. Also ich glaube, diese beiden sind gerade schnell, gleich schnell. Und ja. Wolf auf 4. Und dahinter ist unser Philipp. Mit knapper Sekunde Rückstand. Schnellste Runde von Röms eine 1:31,19 und von Fieseler eine 1:31,02. Also nur leicht Da schneller ist er ein schon mal Zehner. Wimpernschlag schneller. Dahinter Matthias hat seine beste Zeit eine 1:31,74. Sind sozusagen schon mal eine halbe Sekunde mehr auf der Uhr. Die beiden an der Spitze. Ja, und Aber Mike dahinter, kann. der Christoph Wulff hat auch mit einer 1:31,16 gezeigt, dass er da auch durchaus schnelle Zeiten hier hinlegen kann. Und ich meine, gut, er ist auf Platz 4, ist ja auch noch ein gutes Ergebnis auf jeden Fall. Und sein Oh. Teamkollege, der Sieger, der hat wahrscheinlich vielleicht noch zu tun oder bekommt noch zu tun mit Mike. Paluch in der letzten Runde. Wenn er da jetzt so einen kleinen Fehler baut, dann ist Mike ganz schnell vorbei. Ich, so rein jetzt vom Visuellen her, schätze ich, da macht jetzt um einiges schneller ein. Da hat sich jetzt innerhalb von zwei, drei Runden doch schon fast auf Schlagdistanz, zwei, drei Kurven, also schon fast auf Schlagdistanz rangefahren. Ja, So, das ist jetzt doch ist gut. es nicht mehr so weit. Ulben. Werde jetzt hier hoch, um dann die Bobbahn verkehrt rum wieder runterzufahren. Danach die Gegengerade und dann ist er eigentlich schon fast auf Start und Ziel. Und ja, das erste Mal dabei. Und er gewinnt gleich das Hauptrennen. Das ist Respekt da. Ja, und vor allem das Erstrennen ja bis zur letzten Runde auch angeführt.
Und das ist durch. Glückwunsch. Sehr gut, Glückwunsch. Fiesela, Zweiter. Und Matthias H. auch vom Team Hohr, Dritter. Also es wäre ein starker Auftritt vom Team Heroes of Racing. Und auch Voices of War mit Christian Wolf auf 4. Christoph Wolf, ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Ist der Cup vorbei. Ja. hat auch doch, ich meine, es war Christoph. Nee, weiß nicht Christian. Christian glaube ich auch nicht. Christoph. Wir werden es gleich den nächsten Cup erfahren. So, die Piloten werden jetzt unseren berühmt-berüchtigten Parc Fermé fahren, solange noch einigermaßen steht. Du hast ja vorhin schon im Rennen erwähnt, dass der etwas im Weg stand, vielleicht für den einen oder anderen Fahrer. Boah, ich weiß gar nicht, das war nicht das, der alte Parc Fermé, oder? War nicht am Anfang der Zugasse, wo er noch im ersten Rennen so ein bisschen fehlplatziert war? Achso, dann war das, oder? Dann war das vielleicht... Eieieiei. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, also wie man sieht, ist auf jeden Fall so ein Rennen eine absolute Herausforderung immer wieder. Mit so einer Kiste in diesen Schluchten, in Häuserschluchten, zwischen den Leitplanken am Limit zu fahren. Also hier ist, glaube ich, keiner durchs Feld gefahren, der nicht irgendwo mal hängen geblieben ist und oder heftig eingeschlagen. Ich stelle mir gerade vor, so ein 24-Stunden-Rennen vor, weil man natürlich da immer wieder die Box aufsuchen könnte, aber da hätte man als Team, das möglichst unfallfrei fahren würde, wahrscheinlich immer wieder den Vorteil, dass man die Reparaturzeiten einspart. So, ich sehe schon, du suchst gerade die das Parc Fermé. Ja, sie stehen schon brav dort. Ah, ist aber doch da, wo ich es vorhin vermutet habe. Sehr schön. Ja, das mit der Kamera, das immer noch hin. Das ist mit so einem riesen Zoom immer gar nicht so einfach zu schwenken. So, mal ganz schnell. Abend. So, jetzt haben wir zweimal Matthias und einmal, jetzt musst du mir mal helfen. Philipp, immer Herr Rüben gesagt im Stream, weil ich es nicht genau wusste. Ganz genau, Philipp ist es. Philipp, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. War ja eine super Vorstellung heute hier von dir. Ja, vielen Dank. Ja, erzähl doch mal, wie war es denn für dich? Also Rennen 1 war es ja bis in der letzten Runde auch, hast du das Feld angeführt, hat dann aber in der letzten Runde, hat dich ja Matthias ja noch bekommen. Zweite Rennen so von fast hinten, also fast, ja doch ganz hinten gestartet, konntest dich aber relativ schnell vorarbeiten. Wie ist dir das denn so gelungen? Zum ersten Rennen, das war eigentlich, da war Matthias einfach ein bisschen schneller und ich hatte halt nachher in den letzten Runden das Problem mit dem Reifen, weil es nachher wirklich auf 117 Grad hochging und da war es ein bisschen schwerer zu fahren und das wusste ich aber vorher schon, dass es halt diese Zeit, die um die Runde 13, 14, 15 steigt die Temperatur halt einfach einmal und dann war es halt schlecht und da hat er mich halt noch gekriegt und passiert. Und im zweiten Rennen war es halt ein bisschen Glück, ne? Gehört dazu, gut durchzukommen, die Lücke zu finden, guten Start gehabt. Jo. Und das war's dann eigentlich schon. Super. Du musst mir noch mal ganz kurz helfen, also dein Team war mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht bekannt. Was ist das für ein Team?
Das MTDZX-Team ist ein finnisches Stunt-Team. Wir machen eigentlich größtenteils Stunts. Bin noch nicht so lange beim Racen dabei. Ja, und wir sind jetzt gerade so mit 3 Leuten dabei, uns mal ein bisschen in die Race-Szene da mit einzubearbeiten. Ich bin jetzt, hab bei der City Liga gejoint und versuche da mal ein bisschen mitzufahren. Und ja, es läuft momentan eigentlich alles ganz okay. Ich kann nicht klagen. Nee, also dafür, dass du gerade so ins Racen eingestiegen bist, muss ich Ja, sagen, ich war das fahre ja schon. Racing Tour, ich bin jetzt auch schon, ja, also ich fahre seit circa 4 Jahren, Ja. habe die meiste Zeit halt gedriftet und irgendwelche Stunts gemacht und jetzt, ja, bin ich Okay, seit. also kommt dir Wie bitte? die Car Control kommt dir jetzt also zugute. Richtig, das ist es wohl. Also mit frontangetriebenen Modus habe ich mehr Probleme. Sehr schön. Ja, dann haben wir Matthias Fieseler. Also dir können wir auf jeden Fall schon mal gratulieren zum Gesamtsieg. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß rechnen. Denn Dennis, der es theoretisch noch hätte richten können oder dich hätte vernichten können, war ja heute gar nicht am Start. Und du hättest es auch sozusagen ja auch noch mit einer Null-Punkte-Nummer ja dir selber noch kaputt machen müssen. Ist alles nicht eingetreten, von daher schon mal Glückwunsch zum Gesamtsieg. Dankeschön. Wie war es für dich heute? Ja, ich hatte nicht so viel trainiert. Eine halbe Stunde vor Rennstart habe ich mir dann, oder eine Stunde vor Rennstart habe ich dann noch ein Set bekommen. Das ging ganz gut. Und ja, Quali hatte ich gewonnen mit PB. Wäre ein bisschen mehr gegangen, aber man will ja nicht meckern. Start Rennen 1 hatte ich dann verloren gegen den Philipp. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall war er ja am Anfang auch schneller und ich wollte eine ganz ruhige Kugel schieben, erstmal reinkommen, Reifen waren viel zu kalt und mit dem Setup bin ich nicht mit zurechtgekommen. Ja, dann habe ich mir aber die Reifen ganz gut eingeteilt und konnte ihn dann in der letzten Runde noch kaschen. Das war mein erstes Rennen. Richtig. Ja, Rennen 2 ging natürlich ganz, ganz schlecht für mich los. Ich bin ganz hinten gestartet und bin nicht mal bis zur ersten Kurve gekommen. Ja, was war passiert, falls ich da mal unterbrechen darf? Ja, ich hatte mich versucht, möglichst außen zu halten und möglichst weit hinten. Ich wollte eigentlich gar nichts machen in der ersten Kurve. Ich wollte eigentlich irgendwo unter den letzten 2 durch die Kurve kommen. Aber dann hat sich das so verdichtet vor mir und dann waren, ich glaube, weiß ich nicht, 3, 4 Leute waren nebeneinander und irgendwie war ich dann der Dumme außen und bin dann halt in die Wand geschickt worden, konnte ich nicht viel machen. Ich hätte vielleicht einfach gar nicht losfahren sollen und einfach ein bisschen später los oder so, dann hätte ich das verhindern können, aber ja gut, dann war das Rennen in dem Sinne schon mal für einen Sieg eigentlich gelaufen. Eigentlich fürs Office-Podium. Aber Aber hast dich dann noch, also grandios nach vorne gekämpft? Hat dein ja, Fahrzeug Schaden gehabt danach oder ging es einigermaßen? ich hatte sofort nach der ersten Kurve Schaden. Ging noch halbwegs, also ich konnte ja auch noch die PB fahren, also beziehungsweise die schnellste Runde fahren. Aber also eigentlich hätte das Set so viel mehr hergegeben und halt, ja, dann musste ich mich irgendwie durchs Feld arbeiten und dabei hat dann früher oder später die Aufhängung und der Sturz und alles gelitten, weil das eben doch nicht so einfach war, dann da durchzukommen. Gut aufgehalten worden, irgendwo im Verkehr dann hängen geblieben und naja, dann war das Auto ganz schnell, hatte ich hinten links positiven Sturz und dann ging nicht mehr viel. Ja, trotzdem Ja. Gratulation. Ja. Aber hier Matthias und Philipp hatten auf jeden Fall auch das Glück, dass sie mit unserer kleinen Überraschung ja auch das Glück hatten, ihren Pitstop auch noch einzubauen. Habt ihr das irgendwie geahnt oder war das einfach in dem Moment auch tatsächlich Glück? Ich weiß nicht, ob es wirklich Glück war. Einfach rein in der Boxengasse und fertig war. Es war eigentlich Naja, weil die bisschen anderen Glück. haben ja, also die meisten haben ja gleich so in den ersten Runden ihren Pitstop gemacht. Das ist ja auch mal so ein taktisches Spielchen, dass man das relativ schnell macht, um dann quasi freie Fahrt zu haben und so Platz gut zu machen. Richtig. Ihr habt Ja, das euch es ist halt immer aufgehoben die und Frage. Also, wenn du freie ja. Fahrt hast, bist du natürlich schön blöde, wenn du früh reinfährst. Ganz genau. Also gerade Und wenn du wenn vorne mit du im dabei. Verkehr steckst, dann lohnt es sich natürlich rechtzeitig, einen Pitstop zu machen, um dann eventuell
freie Fahrt zu haben. Aber ihr wart nicht unzufrieden mit unserer Entscheidung. Nö, also schlimm wäre es gewesen, wenn Safety Car draußen gewesen wäre und dann hätte er gesagt Safety Car Phase. Ja, das war auch Das wäre cool gewesen. genau der Ja. Punkt. Ich saß nämlich hier mit einem Tafran und habe hin und her noch gechattet nebenbei, weil es halt einfach viel zu spät in die Box gegangen. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet und haben gedacht, na, machen wir jetzt noch die Safety Car Phase, machen wir sie nicht die Safety Car Phase, und dann kam Tafran halt auf die Idee, na, ich kann ja ankündigen, dass eine Safety Car Phase kommt. Deswegen ist es dann alles noch zustande gekommen. Wir wollten natürlich euch auch den Vorteil nicht rauben, den ihr dann in dem Moment hattet. Deswegen haben wir Ja, halt gesagt, okay, Safety Car in der nächsten Runde Pitstoppen erlaubt, so mit dem kleinen Wink mit der Zaunslatte euch geben. Ja. naja, wenn ich gucke, also 20 Sekunden hat der Boxenstopp ungefähr gedauert. Das hätte, also wäre es Space Car draußen gewesen, dann wären wir wohl auf Platz 8, 9 wieder rausgekommen. Ja, genau. Diese Angst hatten wir. Wir wollten aber auch nicht sagen, na, wir machen jetzt doch keine Safety Car Phase, weil das Feld teilweise ja doch relativ zerrissen war, und deswegen haben wir uns dann so entschieden. Die Kopfschmerzen bereitet es immer noch. Ich hoffe, ihr könnt es überleben. Und dann, ja. Nö, nee, also ich fand's okay. Also. Ja, war okay. Also wenn es vorher angekündigt war, war wirklich okay. Ich hatte vorhin noch ein bisschen Schiss nachher, dass Matze noch ankommt, aber. Also ich fand es ein bisschen unglücklich, einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich keine Chance mehr haben sollte, Richtig, auf das Platz war. 1 oder 2 zu kommen, weil die waren ja wirklich eine halbe Runde vor mir. Und dann habe ich quasi den Hanfer, der hat dann einen dummen Fehler gemacht nach der Safety-Car-Phase, dann hatte ich ihn sofort. Der wäre unter normalen Umständen, hätte ich den nie im Leben gesehen im Rennen. Da wollte Und ich von auch daher gerade ist mal es ein drauf. bisschen schade. Ja, aber so ist es ja auch manchmal tatsächlich im Rennen. Also da war wohl eine Plastikflasche auf der Strecke, sagte Steffen. Ja. Deswegen musste da das Safety Car raus. Aber mir ist der Matthias, also der Hanfer, auch aufgefallen, dass er in der Safety Car Phase sich einmal rausgedreht hat und auch danach nochmal so an der einen oder anderen Ecke hängen geblieben ist. Also ich hatte schon, ich habe schon gerätselt, was da los gewesen ist, Matthias. Was war denn? Also Konzentrationsschwierigkeiten oder Auto, Reifen oder was Nö, war es? also ich bin ja mit R2, R3 Reifen gefahren, vorne R2, hinten R3. Und hatte natürlich dann vorne richtig schön viel Grip. Hatte aber die ganze Zeit, also eigentlich fast das ganze Rennen mit den Hinterreifen zu kämpfen, weil die mir zu kalt waren. Die waren immer gerade so auf der Innenseite bei 100 Grad. Und in der Safety Car Phase wurde es dann halt auf der Hinterachse ein bisschen rutschig. Und beim Okay. Versuch, die ein bisschen warm zu kriegen, da habe ich halt mal kurz gedreht. Das fand ich so ein bisschen unglücklich, dass die Safety Car Phase so wirklich so spät kam, weil die Reifen aber wirklich schon ein bisschen an der Grenze sind und die sind so dermaßen runtergekühlt, das war echt schwierig auf Na, dem hätte ich Auto zu das halten. vorher gewusst, dass eine Safety Car Phase kommt, dann wäre ich hinten auch mal zwei Reifen gefahren. Weil ich hatte wirklich immer so um die 100 Grad auf der Hinterachse, so wie die Vorderachse auch. Und damit lässt sich schön fahren. Mit R2 Reifen. Und dann zum Schluss hin waren sie vorne perfekt. Aber halt nicht mehr. Ja. Ja, ungünstig. Ich gebe es zu. War vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte. Na, wenn es irgendwie vorher angekündigt ist, also schon im Reglement, dass zur Mitte des Rennens halt das Rennen, das zusammengestaucht wird, dann ist ja okay, aber so ganz spontan. Da kann man sich dann taktisch noch ein bisschen mehr drauf einstellen. Aber es ist dann auch wieder, also brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu diskutieren, aber das ist jetzt wieder dann, verfehlt ein bisschen die Safety Car Phase. Wenn man schon weiß, dass dann wirklich eine kommt zur Mitte des Rennens, dann, ja, hat es so einen Safety Car Charakter, sage ich mal. Ja, und Aber es war dann trotzdem halt möchte wirklich nur ein Einbremsen des ich. Ja, Feldes. es war ja okay, im Endeffekt. Also, Richtig. trotzdem können wir jetzt schon sagen, dass Matthias F. Punkt unser Mal 3 Cup Champion ist im LFS-Bereich. Uneinholbar und hat wieder eine sehr starke Performance gezeigt. Also von uns Gratulation. Dankeschön. Wie es dahinter aussieht, das im Forum nachgucken die nächsten Tage. Da geht Na, es noch eng zu. Hanfer wird Zweiter sein. Ne, Christoph. Weiter dann. Bist du? Was? Warum ist der Christoph besser? Weil wir punktgleich waren und er hat das erste Rennen, waren glaube ich noch zwei Fahrer zwischen uns. Ah. Ja, das könnte eng sein, das stimmt ja.
Aber wir werden es in Ruhe nochmal nachrechnen. Ja, es war, glaube ich, jetzt auch unser erster LFS Cup mal 3, von diesen mal 3 Cups, die wir auch in iRacing schon gefahren sind. Und da wir jetzt den Matthias mal hier haben, der ja City Liga Admin ist, wollte ich jetzt einfach mal fragen, City Liga geht ja jetzt eigentlich schon, ich weiß gar nicht, also 8, 9 Jahre gibt es die ja mindestens schon. Hast du jetzt mal spontan so einen Tipp, was man tun muss, damit man eine Liga so lange ja, bei Stange halten kann? Ja, weiß ich nicht. Also so lange bin ich ja auch noch nicht dabei. Ich bin, glaube ich, 2008 oder 2009 eingestiegen mit Orga. Ja, keine Ahnung. Wie macht man sowas? Ja, immer dabei bleiben. Wir hatten ja in dem Sinne auch gute Voraussetzungen, weil das Feld ja in dem Sinne schon da war. Man musste sich in dem Sinne nur ein bisschen bemühen, sie bei Laune zu halten. Gute Organisation. Ja, Das reicht eigentlich meistens. zumindest irgendwie solide organisieren, wahrscheinlich, dass nicht zu viel schief geht und dann. Ganz genau, kein Chaos. Dann bleiben die Fahrer auch da. Ja, sonst gibt es da nicht viele Tipps, die man machen kann. Bisschen Spaß dabei muss man haben beim Organisieren. Ist schon viel Arbeit, aber solange es Spaß macht. Jeden Fall. Und ist ja, wie gesagt, eine super erfolgreiche Liga. Und wie gesagt, also die gibt es schon, solange ich selber LFS fahre. Ja. Also da werden wir wahrscheinlich nie hinkommen, aber wir sind erstmal ganz zufrieden mit unserem kleinen Minicup hier und ja, wir würden uns freuen, beim nächsten Mal euch vielleicht auch wieder begrüßen zu können. Ja, gerne. Immer gerne. Ja, also, gibt es denn von eurer Seite schon irgendwelche Ideen, was ihr da nächstes Mal vorhabt? Also was man sagen kann, ist, dass im LFS-Bereich es auf jeden Fall wieder einen Cup geben wird. Es wird wieder irgendein Mal 3 werden. Wie genau, ja, da wissen wir noch nicht. Dann haben wir auch noch was ganz anderes im ja, wie sagt man denn, im Hinterkopf. Abstellraum. Da ist man auch hinzugekommen mit einer sehr guten Idee. Das erfordert aber ziemlich viel Organisation. Also das werden wir uns auch noch überlegen. Also es geht auf jeden Fall weit. Wann genau können wir noch nicht sagen, weil der nächste, jetzt steht momentan ein iRacing Cup wieder vor der Tür von uns. Und auch ein R-Factor-Event. Und deswegen, ja, die Frage lasse ich jetzt erstmal offen stehen. Aber sie wird beantwortet in den nächsten Wochen, das steht fest. Ja, wunderbar. Gut. Wir werden jetzt mal den Stream so zum Abschluss bringen und den Cup damit auch. Und ja, wie gesagt, an euch erstmal vielen Dank und ja, auf bald. Vielen Dank für die Ja, Ausrichtung. Vielen Dank alles an klar. euch. Genau. Bitte, bitte. So, wir haben es geschafft. Unser erster LFS mal 3 Cup ist vorbei. Im Endeffekt können wir sagen, war doch zufriedenstellend. Also es hätten sicherlich ein paar Fahrer mehr sein können, aber da haben wir wenigstens noch Platz für die nächsten Male. Und Baro, gibt es von dir noch irgendwas abschließend zu sagen? Nein. 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 ja, da bedanken wir uns bei unseren ganzen Zuschauern und wünschen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal 3 Cup. Wie gesagt, im iRacing-Bereich, also schaut einfach mal vorbei auf racemo.de. Tschö!